Und wieder mal herzlich willkommen zu. Ne, da wollte ich nicht hin. Zu einem nächsten Mythisch Plus Dungeon. Und zwar heute sind wir im Hof der Sterne plus 5. Ja, Raola schon auf jeden Fall besser. Auch das fließt wieder schön in die Wertung mit ein, weil den einen habe ich nur auf Stufe 2. Und für Tyrannisch Stufe 5. Ja, hier den für Tyrannisch muss ich auf 5 machen. Den muss ich noch machen. Ja. Mindestens um ein bisschen auf die Wertung zu kommen, damit Raola wieder ein bisschen mehr mitgenommen wird. Heute Nacht versammeln sich die Adligen zu Ehren der Großmagistrix. Nebenbei futter ich Schokolinsen. Muss ich mir mal gerade ein bisschen gönnen, weil ich habe schon einen langen Tag hinter mir. Eine der seltenen Gelegenheiten, sie abseits ihrer Machtquelle zu erwischen. Viel mit Baxter gelaufen, Minecraft zweimal gestreamt, jetzt mit Raola noch unterwegs, also war ein produktiver Tag, möchte ich sagen. So, nehmt ihr den mit bis nach oben? Ja. Weggestand auf jeden Fall. Oh, wir haben hier kein Explosiv mit dabei. Ich habe mich schon so gefreut, wieder die ganzen Kugeln alleine wegmachen zu dürfen. So wie in der Akademie gefühlt. Okay. War ich den ganzen Tag so beschäftigt, ich habe sogar Football vergessen. Komm, zieh den da raus. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas trotzdem mal gerade hier antworten. So, warum sind wir jetzt außen gerannt, wenn wir den Typen eh pullen und den nächsten? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht nochmal stunnen oder unterbrechen. Ich kann nur einmal unterbrechen, einmal stunnen. Ich könnte ihn noch wegschleudern, wenn ich wieder umskille, aber das ist halt selten dämlich, weil der sonst wohin fliegt. Die kann ich aber gerade mal so unterbrechen. Der Buff wird wieder auslaufen, macht aber nichts. Ich kann mir jetzt noch ein bisschen Fokus mehr zuholen. Ich habe kein Ziel. Hier nicht pullen. Auch eigentlich viel zu wenig meine Fallen.
kommt sie denn aus dem Volk da raus, ey? Ah, fuck off. Kann ich den Turm aber trotzdem schnell deaktivieren? Wenn ich das Tiere noch was pullen. Springen, 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 da rausspringen. Jetzt ist Paladin raufgegangen. Du hast keine Waffen. Sorry, du Model. Der nächste, der tot ist. Ah, und ich bin tot. Geil. Nur noch Tank und Heiler übrig. Warum? Weil ich... Ah, ich hätte auch wegspringen können. Ja, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Kommt, lasst euch sterben, das bringt doch nichts. Das habt ihr verdient. Der Krieger möchte es natürlich jetzt wissen. Trotzdem schnell mal was futtern. So. Ah, da, 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 da. Und da hat wieder jemand gepult. Sie stecken schon Blut drin, deswegen... Wow, Paladin. Wow. Komm doch einfach auf die Seite, wo ich bin. Und jetzt pull nicht mit den anderen dazu. Hier ist der Zutritt verboten.
Musik ist auch irgendwie viel zurück in dieser Instanz. Verstärkung kriegt leider keine. Haben auch alle vergessen zu jumpen wohl eben. Also der Paladin und der Akteur. Ich habe einfach zu wenig. Schreibt der Tank schon, der Paladin soll aufhören zu trollen. Piepsen auf dem Ohr. Jetzt habe ich das Springen vergessen. Macht der Paladin da hinten schon weg? Der ist immer so weit weg. Fällt mir gar nicht, der Paladin. Gerade noch unterbrochen bekommen. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Und die erste ist leider drüben. Okay, er weiß wo lang. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Komm, mach nochmal deinen Verhexen, damit du es unterbrechen kannst.
Dann nicht. Das war ein Fehler. Ich predikte, wir sterben hier jetzt nochmal, weil der Krieger einfach zu falsch ist mit dem Rufen von den Ads. Weil es kommt noch die dazu. Jetzt haben wir richtig Spaß. Das waren zu viele, meine Freunde. Einmal kurz wieder Tempo hoch. Auge ist auch schon wieder dabei. Ich hoffe nicht. Ich sehe nur zwei. Wo ist denn das Auge hin? Ist das wieder zurück? Ja. Woher der Lärm kommt. Okay, jetzt kommt die Eye. Die andere unterbrechen, ich kann nicht. Ich dachte schon erst, dass ich gegen den Paladin voll abstinke, aber ganz ehrlich. Hier da, seht mal da drüben nach. Der Paladin zackt nämlich voll rein. Ich weiß nicht, was er macht, aber er macht nichts. Stellenweise steht er Sekunde um Sekunde. Macht gar nichts. Mit dem sein Gear 18k ist verdammt wenig. Ich habe mit einem Tankschmuckstück mehr gemacht.
eigenhändig. Ist es heiß hier oder bin ich das? Den hätte man unterbrechen können. Sterbliches Fleisch. Wie schön es putzelt. Komm, hol dir mal aus dem Feuer bitte raus, weil sonst... Dunkle Weste, Dark West. Für eure Verkleidung sorgt dafür, dass ihr unter dem Adligen nicht auffallt. Könnte die schon sein. Lächeln, Päusen. So, ja gut. Männlich. Männlich dunkle Weste und ein Lächeln mit sich tragend. Keine Handschuhe. Kommt hier, geh mal weg. Ne, der hat eine helle Weste. Es muss eine. Und lange Ärmel. Also ist das eine von hier unten, bestimmt. So. Ja, einer hat den gefunden. Ja, ist von hier unten gewesen. So, wir haben Gott sei Dank noch Kampfrausch. Ach, tötet mich doch nicht. Ich hoffe, ja, es sieht so aus, als hätten wir das mitgenommen. Müsst ihr schon gehen, Großmagistrix? Soll ich meine Zeit etwa mit dem Geschwätz der Adligen vergeuden, während sich meine Feinde nähern? Schaut selbst, wir sind nicht allein. Unmöglich. Meine Wachen würden niemanden durchlassen. Eine weitere Fehlleistung, Melandros. Aber ihr könnt es wieder gut machen. Vernichtet die Eindringlinge. Ich muss zurück zur Nachtfestung. Endlich. Gleich ist es vorbei. Er blinzelt. Der blutet.
da konnte ich nicht stehen bleiben. Blutet für die Großmagistrix. Tod durch tausend Schnitte. Blutet für die Großmagistrix. Das war schon mal auf jeden Fall wieder ein bisschen was Gutes für die Wertung. Kritisch Tempo Kopf. Auf jeden Fall besser als das, was wir gerade haben. Sehr schön. 3,79 zu 3,79, aber den kann ich aufwerten. Und es ist in den Main Stats mit drin, mit Crit Tempo. Da habe ich mal wieder ordentlich was mit Tempo erwischt. Obwohl, das hat auch Tempo und Crit, aber das hat mehr Tempo. Na, wunderbar. Cape der Dämmerwessel, das hätte ich vielleicht auch noch, aber der ist schon weg. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.